Hey guys, euer N-Smash, wieder hier am Drücker mit einem neuen Part von Splatoon 2 Online. Ja, ich sag schon mal gleich, diesmal nicht alleine, denn wir machen wieder etwas Besonderes. Wer ist denn da noch dabei? Keanu, ihr kennt mich eventuell von der E3. Von der E3, vom Shantae Let's Play. Also du bist in letzter Zeit ziemlich oft irgendwo dabei, ist dir das mal aufgefallen? Nein, überhaupt nicht. Na, gut, okay. Ja, was machen wir denn heute schönes, Keanu? Wir spielen Splatoon 2 in den Liga-Kämpfen. Oh, hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Grund ist für mich einfach wegen der Octo-Expansion, da habe ich wieder Bock bekommen, schon allein, weil... Nee, ich sage es jetzt einfach mal nicht. Noch nicht. Ja, sagen wir einfach, auf. Dieser DLC hat deine Fähigkeit nochmal ein bisschen geschärft. Genau. So, du war das, glaube ich. Ah, da ja. Ist er ja schon, der Keanu. Beitreten, ja. So, wir haben Muschelchaos. Was für eine Waffe wäre denn da am besten? Ich guck einfach mal. Ich bleib bei meinem Feindesperser. Ich dachte, der wäre mittlerweile so kacke. Das war ein anderer Feindesperser. Okay, es gibt jetzt mittlerweile mehrere Versionen. Es kommt ja auch auf die, Subweapon an, auf die Subweapon. Okay, weil in Splatoon 1 gab es, glaube ich, nur einen Feindesperser. Ich glaube, da gab es auch schon zwei. Zwei oder drei, aber halt mit unterschiedlichen Zusatzwaffen. Alles klar. So, jetzt spielen wir das Wartespiel. Vielleicht, um das bisschen zu überbrücken, falls der ein oder andere von euch hinter Mond leben sollte, ich möchte nochmal kurz auf diesen wunderbaren und schönen Artikel 13 zu sprechen kommen. Oh Gott. Die erste Wahl ist gefallen und die minimale Mehrheit hat für diesen Dreck gestimmt. Und jetzt verfällt aber noch nicht in Panik. Noch nicht. Dieses Scheißgesetz ist noch nicht ganz durch. Am Anfang vom Juli, ich glaube 5. 6. oder so, bin mir jetzt nicht sicher, kommt die zweite Wahl und die zählt zu 100%. Heißt, wir haben immer noch eine Chance, dass dieses ekelhafte Drecksgesetz nicht durchgezogen wird. Also Leute, stimmt weiter ab, stimmt weiterhin für Freiheit im Internet, unterzeichnet weiter diese Petition, die gegen dieses Gesetz sprechen und zeigt diesen alten, stinkenden und hinterweltlichen Politikern, was das hier eigentlich ist mit dem Internet hier, mit kreativer Freiheit und Meinungsfreiheit und bla bla blub und dass dieses Gesetz einfach nur totaler Bullshit ist. Es liegt jetzt an uns, Leute. Wirklich. Es liegt an uns, dass wir im Internet immer noch so weitermachen können, wie wir es bisher auch gemacht haben. Was für ein Idiot war das denn? Der killt mich und springt mit 9 Muscheln ins Wasser, ey. Lol. Scheiße. Aber wie ich gesagt, ich habe den Modus, glaube ich, nur ein einziges Mal gespielt und ich habe keine Ahnung, wie man Muscheln zu jemand anders rüberwirft. Einfach A drücken. Fertig. Ach so, okay. So, ja. Wie gesagt, Leute, es hängt jetzt an uns. Es hängt an euch. Zeigt, dass ihr dieses Gesetz nicht haben wollt. Wenn wir jetzt nichts dagegen tun, dann ist scheiße für uns alle. Dann können wir höchstwahrscheinlich keine Let's Plays mehr machen, keine Reviews mehr. Oder sonst irgendwie das tun, was wir auf YouTube schon die ganze Zeit getan haben. Eben, weil dann fällt alles unter Copyright. Ja. Und das ist... Boah, mit meinem Raketenschwarm habe ich alle 4 jetzt ins Visier nehmen können gerade. Ich verstehe sowieso... Was für Arschlöcher in diesem scheiß Parlament oder sonst wo haben für diesen Dreck gestimmt? Das sind doch bestimmt so richtig... jetzt nichts gegen alte Leute, wirklich. Ich habe Respekt vor dem Alter, aber bei den Politikern habe ich echt das Gefühl, dass es irgendwelche so alte, nichts kapierende Säcke sind
oder Hinterwäldler, die null Ahnung von kreativer Freiheit und Meinungsfreiheit im Internet haben, dass die für diesen Dreck gestimmt haben. Also, macht denen richtig Feuer unterm Arsch. Sagt eure Meinung, dass dieses Gesetz der absolute Oberdreck ist seit, keine Ahnung, seit dem letzten Oberdreck, der mir jetzt nicht einfallen will. Neuland. Ja, genau. Unsere, ach so liebe Bundeskanzlerin. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn die auch für den Dreck gestimmt hat. Echt, mich regen Politiker so auf, ey. Ja, weil die einfach keine Ahnung von Zucht und Blasen haben. Ja. Weißt du, da heißt es Deutschland. Ja, Demokratie, das Volk, das bestimmt hier, ja. Merkt man, die wollen die Demokratie im Internet, wollen sie abschaffen. Hinter dir! Ja, ich hab's gemerkt. Die wollen so gesehen das nächste Imperium im Internet errichten. Ha. Keine Meinungsfreiheit. Oh shit! So, aber ich habe mich jetzt erstmal genug aufgeregt. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Also nochmal ein allerletzter Appell an alle, die das hier sehen und generell an alle Internet-User. Sagt, dass ihr dieses Gesetz, dass ihr diesen Artikel 13 nicht wollt. Ja, ich hab's ja schon längst unterschrieben gehabt. Ja. Oh! Ich pack von mir aus nochmal einen Link in die Videobeschreibung zu dem Video von LeFloid und dem dem Link zu der Petition, die in seinem Video ist, in der Videobeschreibung ja, bei ihm. Wer es noch nicht unterschrieben hat, der soll's jetzt gefälligst tun. Jetzt zählt jede Sekunde. Ha, der hat den Kürbis daneben geschmissen, die Kugel, wie auch immer man es nennt. Die Muschel. Ich sag immer Football dazu, einfach weil es aussieht wie einer. Oh fuck! Halt so, ey, Bombenstimmung hier. Woo! Ja, bei uns sind gerade welche. Allerdings ohne Football, so wie es aussieht. Denn keiner 10 Muscheln hier oder was? Da, Kollege, nimm! Der hat doch 9 Muscheln, ich geb dir eine! Oh nein, ist der dumm oder so? Oh ja. Oh, ich hab eine! Ich hab einen Football! Und tschüss! Ich hab den Sieg sehr gebracht. Geil! Sehr geile Sache! Boah! Weißt du, unser Kollege, der hatte 9 Muscheln. Ich wollte ihm eine zuwerfen, aber gut, man muss auch sagen, er war im Gefecht mit einem Gegner. Aber hey, ich hab den Gegner platt gemacht, hab die Muscheln von unserem Kollegen eingesammelt und hab das Ding reingepfeffert. Boah, die Gewinnposition der Opferlinge, die ist so süß, finde ich. Hm. Ja, jetzt bin ich Level 16. Ich hab mal alle Siegesposen von den Octolingen, also von den weiblichen Octolingen wohlgemerkt, mit allen sämtlichen Waffen habe ich mal ausprobiert, wie das so aussieht. Und das sieht wirklich, bei jeder sieht das irgendwie richtig schnucklig aus. Aber zum Teil muss man zugeben, ein bisschen verführerisch. Also, so wie sie ihren, ja, ihre 4 Buchstaben rausstrecken und mit dem Auge zwinkern. Sexy. Oh, Sasuke und Naruto. Wow. Scheiße. Die sind bestimmt nicht in einem Team, ey. Scheiße, wenn jetzt Chidori und das Rasengan kommen, dann sind wir alle gefickt. Hoffen wir mal nicht, dass Three-Headed Kurama kommt, ey. Also der dreikopfige Kurama, dann sind wir weg vom Fenster. Also. Oh ja. Schönes Grün. Ich weiß auch nicht, wie lang die Partlänge wird, wenn es... Keine Ahnung, wie lange wir spielen werden. Wenn es halt eine extrem lange Aufnahme wird, dann splitte ich halt die Aufnahme und fertig. Ja, ja. In einzelne Parts. Ich wollte gerade sagen, finde ich denn keine Eier, aber das sind ja keine Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ein bisschen Angst vorzustürmen.
Ha. Oh, scheiße. Ach. Naruto hat mich gekillt. Ach, shit. Tja. Mich hat Han Solo gekillt. Nee, Sasuke hat mich gekillt und nicht den Han Solo. Wir haben ja richtig, richtige Stars hier in dieser Runde. Was ist denn los? So, den einen habe ich aufgehalten. Ja. Und Naruto hat das Rasengan aufgeladen. Autsch. Naruto hat mich gekillt mit seinem Klecksroller. Seit wann benutzt er einen Klecksroller? Naruto! Oh, die haben komplett, oder? Ja. Nein! Ah, shit, da liegen zwei Footballs bei den Gegnern von uns. Shit! Ich konnte dein Football aufheben, wurde dann aber gekillt, bevor ich werfen konnte. Ach, scheiße. Sorry, hier ist Endstation. Oder auch nicht. Kriegen bestimmt gleich einen reingedonnert. Shit. Ich sehe es doch schon kommen. Ja, ja. Das ganze Team ist weg. Scheiße. Nein! Da kommt er um die Ecke gesprungen, haut mich mit dem Roller platt und wirft das Ding rein. Shit. Scheiße, ey. Nein, jetzt auf die Dinger da reinzuwerfen, ey. Penner. Da habe ich gerade fast das ganze Team von denen ausgenockt. Okay, jetzt habe ich das ganze Team ausgenockt. Boah, hier ist so viel Lila. Sui würde sich freuen. Oh, shit. Na. Ich spiele auch gerade mit verschiedenen Motion Control Sensitivities rum und ich muss euch noch ein bisschen runterstellen. Das ist noch zu schnell für mich. Ich hab Sasuke erledigt, ja. Ich find's übrigens schön, dass ich mein ganzes Set für die Kämpfe wieder online, online habe, ja, zusammen habe. Ja, was die Rüstung angeht. Ah, shit. Das meinte ich übrigens auch, als ich da gespielt habe, du mir zugehört hast, wo ich meinte, dass ich das sehr freuen wird. Ja, ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht. Weil ich habe ja oft genug du erzählt, wie sehr ich mich durch. Drauf freue. Ah, Octoling-Rüstung, juhu! Tja, Kumpel. Defense, Defense! Sind wir hier beim Football oder was? Ja, wir schleppen einen Football manchmal mit uns rum, also von daher. Du Sackratte, ey. Ach, 20 Sekunden, wenn wir das noch hinkriegen, das wäre ein Weltwunder. Ich habe gerade mal Schwarmraketen auf drei Gegner losgeschossen. Das schaffen wir nicht mehr, das kannst du vergessen. Wenigstens habe ich Sasuke gekillt. Ja, und Naruto hat mich gekillt. Oh. Scheiße. Das war scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ja, das ist unser Keanu, ne? Oh, armes Octoling-Mädchen. Nicht traurig sein, die nächste Runde wird besser. Sagt er, und dann verkacken wir. Ja. Aber egal, es ist eh bloß Ligakampf, also da gehen für uns keine Rangpunkte verloren. Das ist ja das Schöne dran. Ja, ich finde es schade, dass man Rangkämpfe nicht mehr mit Freunden machen kann. Warum auch immer. Ja, Nintendo.
Macht halt keinen Sinn. Ich sag's immer wieder, Nintendo sollte mal ein paar Fans einstellen. Weil die Fans haben meist immer den besseren Durchblick und die bessere Planung, was solche Modi-Gestaltung angeht. Der hat das Spiel sogar im Team. Wegen dem TM, das steht ja für Team. Yay. Ja, Park. Da spielt ein Esel mit. Donkey Kong? Ja, für all diejenigen, die es nicht gewusst haben, Donkey heißt so viel wie Esel. Für all die, die es nicht gewusst haben, Svelte kann sogar ein paar Englischbegriffe. Ja, die hatten gedacht, Donkey würde für albern oder tollpatschig oder so stehen, was für Donkey Kong mehr oder weniger gepasst hätte, von der Meinung der Entwickler her, aber das war halt ein Übersetzungsfehler und Donkey heißt eigentlich so viel wie Esel. Ha. Also haben wir einen Esel-Gorilla. Wow, wo kommt der denn her? Schlumpfhausen? Alter, der dachte wohl, das hier ist ein Standardkampf, ich musste die gegnerische Base und alle killen. Dieser Dreckliger. Oh. Ach, Doppelkleckser hier, dieser Dualplatscher erledigt. Dualplatscher. Der hat so eine ekelhafte Reichweite und so eine Feuerkraft, das ist abnormal. Die haben schon. Im Football! Wow. Ah, Mist. Oh, ich hab den Raketenschwarm jetzt nicht gesehen, weil ich auf Kippig. Halt sie auf! Jetzt war. Oh, hi! Wir sterben schon wieder zusammen. Das ist bei uns ja. Standard. Wir haben so eine Tradition aus Splatoon 1, dass wir zusammen sterben. Ja. Nein! Oh fuck, da ging es nicht lang, ey. Jetzt bin ich da runtergefallen. Wow! Shit. Wow. Kippig TM. Kippig Trademark. Boah, du bist doch so ne. Ja, Nintendo, ich will Server, please. Wow. Weißt du, da steht ein Typ vor mir, ich kill ihn. Und eine Sekunde später sterbe ich plötzlich auch. Und wer hat mich gekillt? Natürlich der Typ, den ich gekillt habe. Das ist wirklich schrecklich, ey. Oh, hi. Nintendo, wie kann man, sorry, aber wie kann man so blöd sein und bei einem Spiel wie Splatoon, wo es um Präzision geht, aber so richtig Präzision, so einen scheiß Online-Modus machen? Wow! Echt, ey, wenn das mit dem Online kostenpflichtig wird und die da keine Server machen bei den zukünftigen Spielen, dann läuft bei denen scheiße. Aber irgendwas schief. Oh, die haben ja schon wieder gepunktet, ey. Ah, gerade am Sterben. Ja. Wollte flüchten sagen, aber nö. Ach, guck mal, die haben einen Spieler weniger. Und trotzdem verkacken wir. Anscheinend. Oh, ich hab das Football. Schnell! Beschützt den Keanu! Nein! Los, smash ihn! Und Schuss! Oh. Und noch ein! Scheiße! Den habe ich nicht mehr reingekriegt. Wir haben aber Führung. Wir haben Führung. Ich habe einen reingeworfen und neben mir lag noch einer von einem Teamkameraden. Den wollte ich mit reinpfeffern, aber ich wurde knapp davor besiegt. Boah, ich hab das Ding so weit vorn gebracht und uns in die Führung geholt. Mit
beziehungsweise du konntest uns durch meine Hilfe die Führung holen. Oh, wir haben noch ein Dings, okay. Ja, das bin ich, okay, das war ich. Nein, das bist nicht du. Ich bin gerade bei dem. Okay. Knapp über eine Minute noch. Wo ist er? Ist er tot? Nö, da ist er. Boah, den habe ich jetzt so unter Beschuss genommen. Ja, ich bleib mal bei dem Football, bis der weg ist. Nein! Scheiße! Nein, konnte ihn nicht auf! Haltet ihn auf! Nein, 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 nein! Scheiße! Oh, komm schon! Los, Zeit! Ich werd verrückt, Verlängerung! Ich hab den Typen gekillt, ey, der den Football hatte. Ach, lass die Verlängerung down gehen. Danke! Ja, die Verlängerung ging deshalb nicht down, weil noch ein Football da lag. Wow. Solange mindestens ein Football noch vorhanden ist, war's das. Holy Macaroni. Boah, wir haben da gut zusammengearbeitet, ey. Ja gut, man muss aber auch sagen, wir hatten Glück, weil die einen Spieler weniger hatten. Ach, scheiß drauf. Hauptsache gewonnen. So, ich muss jetzt meine Controller wechseln, weil die der Akku leer wird. Okay. Zum Glück habe ich zwei Paar Joy-Cons. Du spielst das mit Joy-Cons? Das sind die schlechtesten Controller dafür. Och, ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Ich nutze dafür meinen Pro-Controller. Ja, aber ich habe keine Lust, den immer wieder rauszupacken. Ich habe den immer angeschlossen und auf meinem Tisch liegen. Lass mich einfach. Nein! Oh! Oh! Wie das jetzt rüberkam! Oh! Uiuiuiui! Nein, ein Destiny Cast und schon wieder Kippy! Zwei. Och, ich hab keinen Bock auf Destiny Cast, ey! Ja, ja. Schmerzhafte Erinnerung an Splatoon 1. Die beiden Stages gefallen mir bei Muschelchaos irgendwie gar nicht. Das interessiert Nintendo einen Scheiß, ob dir die Stages in dem und dem Modus gefallen oder nicht. Das interessiert dir aber keinen Scheiß, wenn sie einen zahlenden Kunden verlieren. Tja, dann sollte Nintendo langsam mal nachdenken. Genau! Splatoon 3, ne? Macht's besser. Aber es ist Nintendo. Ja, stimmt. Natürlich haben wir die gegen uns, die Destiny Cast-Pixer, ey. Ich hab schon ein bisschen mit damit gerechnet. Seit damals hasse ich die. Ja, unsere... Willst du die Geschichte unserer schmerzhaften Niederlage mal erzählen? Das darfst du, ist dein Let's Play. Oh, gut. Aber du bist Gast. Ja, und? Okay, auch noch knallhart. In welchem Modus waren das? Es war im Rangkampfmodus, glaube ich. Das war Operation Goldfisch. Ah, stimmt, genau. Ja, wir hatten ein ziemlich krasses Destiny-Cast-Team als Gegner. Und ja, die hatten uns so weit zurückgedrängt, dass wir aus unserer Stage, aus unserer Basis nicht mehr rausgekommen sind. Und die hätten die Goldfischkanone eigentlich locker ins Ziel bringen können, aber nö, was machen die? Die zögern das Ganze. Was? Wie lange haben die das rausgezögert? Um das ganze Match. Um das ganze Match bis zum absoluten Schlusspfiff haben die das hinausgezögert. Nur damit die uns immer wieder einen reinwürgen können und uns splatten können. Also, das war wirklich so scheiße, ey. Das hatte keinen Sportsgeist. Das war eigentlich schon. Man kann eigentlich sagen, das war schon Mobbing, könnte man sagen. Das war unfaires Verhalten.
Und seitdem hegen wir einen gewissen Groll gegen die. Einfach weil... Mag vielleicht sein, dass es für die witzig war irgendwo, aber dem anderen Team gegenüber war das echt einfach nur arschig. Yep. Und wenn es einer tatsächlich mal durchgeschafft hat, dann wurde der von allen verfolgt, ey. Aber so, dass... Moment. Ach, ich wollte dir gerade noch Muscheln zuwerfen. Dass du genügend hättest. Ich sehe jetzt erst, dass wir in Führung liegen. Wow. Ich bin wieder ein Blitzmerker. Mhm. Oh oh, da kommt einer. Da kommt einer. Der ist tot. Okay. Dann ist ja noch. Aber es gibt noch einen zweiten. Okay, gibt's nicht. Ja. Den habe ich erledigt. Scheiße. Der hat sich die Dings wiedergeholt, den Football. Ich seh's. Alter, jetzt habe ich keine Tinte mehr, oder was? Ah, scheiße. Oh. Deshalb gehe ich auf weniger Tintenverbrauch in der Hauptwaffe. Ach, yeah. Ich hab das Ding. Scheiße, ich werd verfolgt! Ich kann nichts tun, sorry. Ich hab geschmissen! Ja! Oh. Jetzt müssen welche von uns reinwerfen. Und das tut er natürlich nicht! Ja, ich bin hier gerade ein bisschen in der Bredouille. Und warum hat das überhaupt keine Punkte gegeben? Ich dachte, wenn man mit dem Football Schluss gibt, das auch Punkte. Oh, oh scheiße, jetzt ist das Ding unten, der Korb. So, ich hab nochmal einen. Nein, warum? Ich hab den Football gegen den Korb geschmissen und das hat nicht gezählt. Der ist einfach abgeprallt. Why? Ach, shit. Oh nein, hol ihn dir! Scheiße. Jetzt kriegen wir einen. Nein! Oh, geht hoch! Natürlich führen die jetzt die Arschlöcher. Scheiße. Ich hab den zu spät bemerkt, ey. Die kommen nicht durch. Scheiße. So knapp. Ey, ich schleuder das Ding gegen das Ziel und der Ball prallt einfach ab, ey. Was soll denn der Bullshit? Boah, der eine Typ aber 22 Kills gemacht. Alter, wir haben die von den Kills, hier haben wir die so auseinandergepflückt, aber trotzdem verkackt. Ja.